müsste mir anhören. Wanzen kannst du auch haben. Typhus, hat er vorher gesagt. Und Cholera und. Sie, da hat er zwischendurch gesagt, du Idiot. Schmerzen wirst du haben. Ja. So geht es die ganze Zeit im Übrigen, ne? Ich kann mal zurückgehen. Und schnell mal, pass auf. Ich wollte Schluss setzen. Ich wollte Schluss. Wanzen haben und bla bla bla. Jetzt gehe ich mir weiter vor, weil so geht es die ganze Zeit, wisst ihr? Haben sie ihr blödes Kabel da runtergelassen? Im Lüftungsschacht? Und wenn er jetzt aufgeht. Lustig, ne? Das ging jetzt ewig so, ne? Jetzt gehen wir weiter. Schauen wir mal, was hinten ist. Coole. Das gehe ich gerade aus dem Käfig raus.
Was? Du bist selbst schuld. Ja. Da schalte ich jetzt dann gleich ab. Jetzt pass auf, ich gehe jetzt mal zurück. Ja. Ja, gehen wir mal hin. Wo sie, was haben sie denn da? Ist der, Verdacht, das Lüftungs. Da lassen sie, hoppala, abbrechen. Da lassen sie. Was runter? Immer weiter vor, was haben sie denn gemacht? Achso, okay. Ah, Scheiße. Ich gehe halt zurück. So. Da müssen wir es reinblasen. Wir müssen es irgendwie. Oh, jetzt drücken es mir gerade voll. Pressen es mir gerade voll hier die Schläfe. Erwischen Sie mich, ich weiß zwar nicht, wie oder von wo sie es machen. Ja. So, Verdacht, das Lüftung. Das ist aber in der Form wichtig. Kommt. Ah, fuck. Ach so, pass auf, da klingelt sie gerade, klingelt er gerade, weil, jetzt kommt's, das war davor, pass auf, Achtung, hier. Hier, da ist es jetzt. Hier, da ist er. Haben Sie eine Wohnungstür? Woanders da? Wissen Sie auf, pass auf. Verpissen Sie sich! Wer ist das? Pass auf. Verpissen Sie sich! Aus Bayern, pass auf. Aus Bayern, hier. Aus Bayern, so. Der ist in die Wohnung rein und zwar oben neben dieser über mir, ja? Dieser leer. Und da hat er gedacht, die sind nicht da. Ja? Das muss man sich vorstellen. Ja? Pass auf. Nochmal, ja? Pass auf. Wie ist denn das jetzt? Hier. Achtung. Da ist er rein, schau. Pass auf. Verpissen Sie sich! Ist es?
aus Bayern. Ja, also das reicht jetzt erstmal. Ja, verpissen Sie sich aus Bayern, sagt er da. Musst du mir vorstellen. Ja, das sagt er da. Und ob das jetzt eine Show war oder nicht, auf jeden Fall habe ich dann noch gehört, wie er sagt, steht dann drauf ist, wie er sagt, aber Sie haben doch auch Kinder, wir observieren hier jemanden im Haus. So ein Spruch kam halt dann. Ja? Jetzt ist die Frage natürlich, ist das auch wirklich so geschehen? Ja? Also das ist immer so eine Frage. Wahnsinn, ich kriege jetzt ungefähr Schläfenschmerzen. Ja, die sind solche Schweine. Ja? Dann haben sie gesagt, du lebst eh nicht mehr lang. Ja? Das musst du dir vorstellen. Jetzt, ich sage ja, die haben mich vorher markiert. Ja? Und ich kann hier eh nicht herin schlafen heute. Es ist so, die werden immer perverser, weil sie genau wissen, dass ich alles aufgezeichnet habe. Ja? Und es wird immer krasser. Die halten volles Rohr drauf. Ja, ich muss mir kurz das weglegen, das Handy. Weil es ist so unfassbar. Die scheiß Schmerzen. Ja. Ob das was bringt, ich glaube es ja eher nicht. So, Scheiße. Geh halt her, du Drecksding. Blödes. Ja, ich habe so einen Verdacht, dass das nicht viel bringen wird, aber. Ja, die Problematik ist, dass die mich voll. Oh Gott. Dass die auf mich. Dass die halt draufhalten, ne? Musst du vorstellen, in meiner eigenen Wohnung werde ich niedergefoltert, beschallt, gequält wie Sau, ja? Und. Das darf man halt alles nicht vergessen, ja? Ich muss jetzt mal hier kurz was machen. Ach, da, so, ist das da ein bisschen. So. Ja. Ja, ansonsten wäre ich halt hier total niedergequält und die halten mir aufs ich habe ein Aneurysma hier, ne? Und seit jetzt 4 Tage, ist jetzt seit 4 Tagen, haben sie mich hier markiert und halten da drauf, ja, also. Sollte irgendwas passieren, hey, dass das platzt oder so, oder dass irgendwas ist, hey. Ja, dann habe ich so den Kanal voll, weil das ist unfassbar. Ich habe Schmerzen mit Sau. Ich habe es jetzt gerade gehört, ja. Es ist unfassbar.